Servus Leute, heute werden wir zusammen etwas ausprobieren. Und zwar geht es um das Thema Stirnholzschneidebretter. Und bevor ich über das Thema spreche, um das es heute geht, zeige ich euch erstmal die Stirnholzschneidebretter, die hoffentlich jetzt auch schon im Online-Shop drin sind. Also falls ihr da Interesse habt, könnt ihr da gleich als mal reinschauen. Drei Stück an der Zahl, drei ziemlich verschiedene Stirnholzschneidebretter. Drei ziemlich schöne Stirnholzschneidebretter, die jeweils ihre Vorteile haben. Generell als Info, dieses ganze Videomaterial hier ist ziemlich lange vorproduziert. Wir haben heute Fasching Freitag, 17. Februar, wenn man das so nennt. Und deswegen für euch mal nochmal generell als Info, alles was ihr seht, das ist ein paar Wochen oder Monate alt, je nachdem wann es halt eben hier auf dem Kanal kommt. Ich produziere relativ viel vor, damit das Ganze halt eben hier funktioniert. Das heißt, alles was ihr in den vergangenen Videos in die Kommentare geschrieben habt, kann ich nicht verarbeiten in den Videos, weil das in den meisten Fällen viel zu lange auseinander ist. Das nur als mal Information. Das hier sind die Stirnholz-Schneidebretter, sind richtig geil geworden. Warum Stirnholz? Weil Stirnholz geil aussieht und weil Stirnholz halt ziemlich praktisch ist, weil es sehr, sehr widerstandsfähig gegenüber der Schneide ist, beziehungsweise die verbrauchen sich so gut wie gar nicht auf, weil es halt eben Stirnholz ist. Was ein bisschen spezieller ist, ist dieses Stirnholz-Schneidebrett und zwar ist das Fichtenstirnholz. Und da ist halt eben das Schöne, dass das Fichtenholz sehr, sehr toll sich bearbeiten lässt und das Schneidebrett halt eben nicht so schwer ist. Das heißt, wenn ihr sagt, dass ihr kein Schneidebrett haben wollt, was sehr, sehr wuchtig und schwer ist, dann ist das hier die ideale Variante, weil das hier sehr leicht ist und trotzdem durch das Stirnholz sehr widerstandsfähig ist. Damit habe ich damals angefangen, vor mehreren Jahren. Die werden auch heute noch benutzt, die werde ich euch irgendwann mal zeigen. Aber deswegen auch der Grund, Fichtenstirnholz. Ich habe sie vor Jahren schon mal gebaut und wir selbst benutzen sie immer noch. Ich habe gestern Holz zugeschnitten für den Online-Shop. Das sind die Sippo-Querholzrohlinge und die Kanteln. Daraus könnt ihr schön etwas drechseln. Das ist ein afrikanisches Holz und da habe ich mal einen Leimversuch gemacht. Darum geht es nämlich heute und der ist nicht so ganz gut aufgegangen. Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich den Leim nicht über Nacht einwirken oder aushärten gelassen habe. Und deswegen will ich heute noch mal einen richtigen Test machen und deswegen werden wir heute probieren, das Holz zu verarbeiten. Ich gehe es mal holen. Also ich habe sehr, sehr viel zugeschnitten. Manche Reste sind jetzt noch übergeblieben und bevor die jetzt noch mal ihr da seid in meiner Resteholzkiste oder im Ofen, verschwenden oder keine Ahnung. Deswegen werden wir heute daraus einen Tester bauen. So sieht das Material aus, wenn es noch nicht geölt ist. Da ist sehr, sehr viel Potenzial drin. Das ist nämlich ein sehr schön dunkles Holz. Gerade auch das Längsholz wird sehr, sehr dunkel, wenn man es geölt hat. Und deswegen hoffe ich mir aus dem Holz hier ein richtig geniales Material, ein richtig geniales Schneidebrett. Gerade wenn man es halt eben als Stirnholz dann eben verleimt. Das hier ist übrigens die Sägekante vom Sägewerk. Das hier ist meine Schnittkante. Reste, Reste, Reste. Ich werde es mal alles zusammentragen und dann werden wir schauen, dass wir da einen schönen Rohling draus verleimen. Noch mehr Reste. Ich lege mir die jetzt erstmal nebeneinander, um ganz, ganz grob zu prüfen, wo wir da hinkommen. Denn das Material soll ungefähr 25 cm breit sein. Und deswegen lege ich es jetzt mal nebeneinander, um zu überprüfen, wo wir da genau hinkommen. Und 90 cm brauchen wir hier in dem Fall an Länge. Ganz schön knapp, ne? Also wir kommen ungefähr auf unsere Breite. Ich werde das gleich alles erstmal hobeln, beziehungsweise davor werde ich es erstmal auf die Länge zuschneiden. Ich werde mir auch gleich einen Arbeitsplan schreiben, denn ich mache das bei allen neuen Produkten mittlerweile, damit man einfach eine Historie hat und kann dann auch einfach mal wieder reinschauen, okay, welche Maße haben die Grundteile der verschiedenen Rohlinge? Da kann man dann einfach ein bisschen reinschauen. Das ist mega, mega praktisch. Würde ich jedem empfehlen, der auch irgendwie öfters was bauen möchte. Holt euch einfach ein DIN A5 Blatt Papier, macht eine kleine Liste, was er zuschneidet auf Länge, was er danach auf Dicke hobelt, was er danach an Streifen schneidet und so weiter und so fort. Hat mir in der Vergangenheit gezeigt, dass man dann viel, viel einfacher das ganze Thema tatsächlich bewältigen kann. Das ist übrigens 65er Blockware, deswegen werde ich mir auch heute einiges an Arbeit sparen, das vorher abzurichten. Also gerade die Ober- und Unterseite des späteren Brettes, weil wir haben so viel Überschuss, dass wir dann einfach später das komplette Brett, nachdem es verleimt ist, also unser großer Stammklotz, den werden wir dann einfach im Gesamten nochmal abrichten. Geil. Und die Teile sind zum Glück alle mindestens 90 cm lang. Super duper!
jetzt kommen wir zur eigentlichen Problematik, um die es heute gehen soll. Und zwar ist das Thema Verleimen. Diese Hölzer habe ich bis dato immer auch mit Dreileim verleimt. Und das hat nie so richtig gehalten. Ich habe mich mit dem Schreiner unterhalten und er hat gesagt, ja, meistens benutzen die auch bei tropischen Hölzern PU-Leim. Das ist dann sowas. Sowas hier. Aber das würde ich nicht in einem Schneidebrett haben wollen. Das ist zu viel Chemie. Das Zeug, also es hat auch echt Gefahrenhinweise. Passen wir mal auf. Das verursacht Hautreizungen, kann allergische Hautreaktionen verursachen, verursacht schwere Augenreizungen, kann bei Einatmen Allergie, kann ich Knimmel lesen, kann bei Einatmen Allergie, asthmatische Symptome, ich habe heute Sprachfehler, Symptome oder Atembeschwerden verursachen, kann die Atemwege reizen, also ihr wisst, kann vermutlich Krebs ausregen, also alles so ein Zeug, was ich nicht den ganzen Tag verarbeiten wollen würde. Das ist gut, wenn man mal irgendwas Spezielleres hat. Das hier ist aber wirklich die einzige Flasche, die ich hier in der Werkstatt habe. Aber wenn ich mal vorstelle, damit den ganzen Tag zu arbeiten, finde ich einfach nicht so geil. Allein wenn man es an die Finger bekommt und so weiter und so fort. Jetzt schauen wir mal, was so Ponal Classic zum Beispiel hat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen, okay. Ja klar, Augen und Haut kann es reizen, wenn man das den ganzen Tag auf den Fingern hat. Aber das Zeug hier ist halt wesentlich entspannter zu benutzen als PU-Leim. Das ist der eigentliche Grund, weswegen ich heute diesen richtigen Test mache. Alles mal richtig gehobelt. Ich werde gleich den Leimroller rausholen. Wir werden alles schön zusammendatschen. Und dann will ich heute mal halt eben ausprobieren, ob das im Endeffekt halt auch eben stabil ist. Ob man sich draufstellen kann, ob das Stirnholz dann zusammenbleibt. Also ich werde mal was holen. Damit werden wir nämlich das Ganze verleimen. Und dann probieren wir es zusammen mal aus. Das hier ist mein kleiner, aber feiner Leimroller und ich gebe euch einen Tipp, der sieht ziemlich versaut aus. Das liegt aber tatsächlich daran, speziell hier unten die Rolle, dass ich den meistens direkt sauber gemacht habe im zusammengebauten Zustand, wenn ich fertig mit der Leimarbeit war. Das würde ich euch nicht empfehlen. Ich würde euch tatsächlich empfehlen, so mache ich es mittlerweile, baut das Teil direkt komplett auseinander und legt es einfach in eine Kunststoffkiste mit Wasser. Am nächsten Tag spült das fertig ab, dann habt ihr daran auf jeden Fall länger Freude. So würde ich es beim nächsten Mal, wenn ich mir noch weiter hiervon kaufe, dann machen. Weil wenn ihr den sauber macht, im zusammengebauten Zustand, dann ist hier trotzdem Leim, seht ihr das überhaupt? Dann ist hier trotzdem Leim in dieser Führung von der Schraube. Also innen drin die Walze, die ist dann verklemmt und so weiter und so fort. Würde ich euch nicht empfehlen, also baut das Teil am besten komplett auseinander, dann rollt er auch noch gut. Jetzt seht ihr, dass das Teil schön rund rollt, funktioniert wieder gut, kann jetzt also wieder benutzt werden. Ich habe mir auch mittlerweile angewöhnt, alles was ich verleime, lege ich ungefähr so hier vor mich, schaue auf die Maserung, lege das entsprechend hin, mache da einen ganz großen Stapel, dass wenn ich dann ans Verleimen komme, dass ich einfach nur noch die Teile nehmen muss und muss in die Zwinge packen. Das ist wesentlich einfacher dann umzusetzen. Ich werde jetzt auch hier so ein bisschen mal die Teile anordnen, wie es mir entsprechend gefällt. Wie gesagt, ganz wichtig, das ist ein Tester. Hier geht es nicht um die Anordnung. Hier geht es einfach darum, um zu überprüfen, ob das Schneidebrett später stabil ist. Dann kann ich es ein bisschen ausprobieren, kann es testen, mich mal draufstellen, ob die Verbindung stabil ist. Darum geht es heute. Mittlerweile verarbeite ich hier drin auch wirklich so viel Holzleim, dass ich mir zum ersten Mal, das hier ist ein 5 Kilo oder 4,5 Kilo Eimer, dass ich mir zum ersten Mal einen 10 Kilo Eimer bestellt habe. Weil der hier war jetzt schon relativ flott leer. Deswegen machen wir auch heute nur diesen einen Tester und nicht mehrere Schneidebretter, weil ich nämlich genug Holzleim habe. Neuer ist schon unterwegs. Dann habe ich noch einen Tipp für euch. Ich benutze ja echt extrem viel meine Rohrschraubzwingen. Also ohne Witz, wenn ihr Bretter verleimen wollt, ist das hier mit das Beste, was ihr euch anschaffen könnt, denn ihr braucht unterm Strich einfach nicht so viele Schraubzwingen. Generell, man kann das Ganze mit normalen Schraubzwingen verklemmen, aber wenn man sich mal überlegt, man braucht dann 4 Schraubzwingen, dass das Brett nur plan bleibt, dann braucht man nochmal, sagen wir mal, bei der Länge 3 bis 4 Schraubzwingen, um zu verpressen und so braucht man halt einfach super, super viele. Hiervon brauchen wir im Prinzip nur 4. 2 würden auch reichen, um das Brett einmal bündig zu halten. Dann könnte man noch 1, 2 normale Schraubzwingen dazu packen, dass halt eben der Spanndruck ausgeübt wird. Das heißt, unterm Strich, man braucht weniger Rohrschraubzwingen bzw. weniger Schraubzwingen im Allgemeinen.
Und hier habe ich direkt noch einen Tipp für euch. Wann immer ihr die benutzt habt und ihr die gepresst habt, dann werden die Hinte so ein bisschen natürlich gehalten. Also die werden gehalten und die klemmen sich dann immer so ein bisschen ins Rohr rein. Was ich dann immer mache, wenn die fertig sind, die Verleimung, ich schlage das Ganze einmal so zusammen, dann ist die Schraubzwinge auch wieder gelöst. Und vor allen Dingen habt ihr diesen ganzen überschüssigen Leim durch diese Verschiebung hier nochmal abgeschabt und ihr seid hier wieder bündig. Das heißt, so mache ich es mittlerweile mit allen. Ich sehe jetzt, hier ist noch ein bisschen Holzleim dran. Und so schnell kann man den Holzleim dann damit auch wieder lösen. Also ist total praktisch, ist eine feine Sache. I like it. Jetzt ist es immer dieser Arbeitsablauf. Ich nehme die Bretter von links dem Stapel und lege sie in der gleichen Anordnung in meine Zwingen. Hierbei achte ich immer darauf, dass rechts die Bretter bündig sind und dann auch relativ knapp mit der Rohrschraubzwinge hinten enden, damit auch wirklich die Enden schön zusammengepresst werden. Das sind mal so die Punkte, die ich mir mittlerweile immer behalte, wenn ich was verleime. So, unser Rohling ist verleimt. Ich habe den um 11:30, 12:30, 1 vor 2 Stunden in die Zwingen gegeben. Normalerweise reicht es beim Verleimen eigentlich immer aus, wenn man das Ganze so ungefähr 1 Stunde in den Zwingen lässt. Dann kann man es ausspannen und je nachdem, wie groß die Leimfläche ist und wie die Gegebenheiten sind, wir haben jetzt 15 Grad hier drin, dann kann man da auch eigentlich schon gut weiterarbeiten. Wie gesagt, das heutige Video ist ja ein Test, um zu probieren, wie gut die Leimstelle ist. Deswegen machen wir das Ganze heute. So, jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Das Ablängen. Generell als Info, ich benutze hier das beste Blatt, was ich für nutzen kann. Also ein Querschnittblatt. Denn anders als in anderen Videos, was man auch gesehen hat, hobel ich das Stirnholz später nicht nochmal. Das bedeutet, ich werde das später nur noch schleifen. Wenn man das alles gut bündig verleimt, dann geht das auch eigentlich ganz gut. Machen wir mal die Testdicke, die man bei den anderen Schneidebrettern auch immer mache. Das sind nämlich 35 mm. Bedeutet, jetzt müssen wir erstmal das Sägeblatt wechseln. Ich zeige euch mal, wie das an der Maschine geht. Generell erstmal der geilste Punkt an dieser Maschine, das ist diese Klappe. Diese Klappe hier sorgt dafür, dass die Absaugung richtig, richtig effektiv ist. Bei den vergangenen Sägen, die ich hatte, war das Ganze nie so gut. Das bedeutet, hier daneben war alles relativ offen und die Absaugung hat sich so das grobe Material genommen. Aber mit hier dieser Absaugklappe funktioniert die Absaugung wirklich sehr effizient und vorne fliegt nicht viel raus. Das ist erstmal das Schöne an der Maschine. Ich habe die Schlüssel bzw. den Schlüssel und den Haltebolzen habe ich hier direkt an der Maschine dran. Somit kann ich die Welle arretieren. Wie ich laufe, gehe ich auf, also nach vorne öffnen. Die Mutter können wir runterschrauben. Den Flansch können wir auch abnehmen. Jetzt können wir das Sägeblatt entnehmen. Das neue Sägeblatt können wir einsetzen. Wir haben hier auch eine 30 mm Aufnahme. Bei meiner Rapid-Tischkreissäge hatte ich eine 20 mm Aufnahme. Da musste ich immer einen Distanzbolzen einlegen. Das war ein bisschen nervig hier. Funktioniert das einfach praktisch. Wir brauchen keine 2 Schlüssel. Das habe ich, glaube ich, bei der Hammer-Tischkreissäge mal gesehen. Hier brauchen wir nur diesen einen Ringschlüssel. Und so funktioniert es. Und als nächstes können wir jetzt mal anfangen, die Streifen zu schneiden. Hier müssen wir auf eine Sache achten. Als erstes müssen wir natürlich die Höhe einstellen. Die stelle ich so weit nach oben, dass der obere Zahn noch wirklich frei ist, sonst reibt der Zahn immer im Schnitt. Und hier muss ich die ersten paar Zentimeter abtrennen, weil das Ganze nicht so sauber von der Hobelmaschine gekommen ist. Hier haben wir nämlich ein bisschen Hobelschlag. Deswegen müssen wir hier erstmal das Ganze abtrennen, bis wir dann wirklich ans gute Material kommen. Das war in dem Fall einfach, weil wir Reststücke hatten. Bei normalen Arbeiten passiert das natürlich nicht. Bei diesen ersten Teststücken werde ich jetzt auch kontrollieren, ob die an der Leimfuge reißen oder im Holz. Also werden wir da jetzt erstmal ein paar Tests machen. Das Ganze
Fernsehbrett ja ein Test. Deswegen werde ich erstmal nur den ersten Klotz verleimen. Den zweiten werde ich über Nacht trocknen lassen, um zu überprüfen, ob es einen Unterschied macht, wenn ich das Stück Holz über Nacht noch ruhen lasse und ob die Leimverbindung dann bei unserem Rohling, wo wir das jetzt rausgeschnitten haben, ob die dann halt eben stabiler wird. Das hier können wir jetzt wieder verleimen, also geht es damit an die Werkbank. Und wer hätte es gedacht, auch hier werden wieder die Rohrschraubzwingen eingesetzt. Damit das Schneidebrett ein tolles Muster bekommt, wird jedes zweite Stück gedreht. Normalerweise würde ich jetzt schon den Leim aufgeben, weil wir es jetzt schon gedreht haben. Aber ich werde euch jetzt erstmal die Oberfläche des späteren Schneidebretts zeigen, wie es jetzt derzeit aussieht. Ich habe übrigens leicht einen Fehler gemacht. Ihr seht hier diesen Versatz, den hätten wir normalerweise nicht. Da war das Schneidebrett einmal nicht bündig am Anschlag. Aber genau deswegen machen wir hier diesen Tester. Das bedeutet, jetzt können wir wieder den Holzleim aufgeben und das Ganze mal verzwingen. Weil es jetzt nur noch diese einzelne Verleimung ist, werde ich jetzt in dem Fall auch den Pinsel benutzen. Ich habe tatsächlich gemerkt, dass es eine bessere Verleimung wird, wenn man diesen Leimroller auch für diese Leimarbeit benutzt, weil einfach der Leimauftrag ein gutes Stück gleichmäßiger ist. Aber mit dem Pinsel hier in kreisenden Bewegungen geht es auch sehr gut. Das heißt, wenn er nur ein Stück verleimt, dann mache ich es so mittlerweile. Speziell bei diesen Schneidholzschneidebrettern muss man hier jetzt ein bisschen aufpassen, was die Verleimung auch tatsächlich angeht. Das bedeutet, bei den äußeren Zwingen dürfte da, wenn das Holz auch speziell ein bisschen weicher ist, nicht zu viel Bums drauf geben. Da ist jetzt tatsächlich nicht so viel Spannkraft drauf. In der Mitte die verträgt schon ein bisschen mehr, aber ihr müsst euch immer im Klaren sein, dass gerade wenn ihr das Holz vielleicht nur eine Stunde anderthalb in dem Zwingen hattet, dass hier die Verbindung, die ist noch nicht wirklich, wirklich richtig bombenfest. Das bedeutet, wenn ihr hier zu viel Kraft drauf gibt, dann zieht er das Brett auseinander. Und da ist mir auch so schon leider eins kaputt gegangen. Deswegen solltet ihr da drauf achten. Aber dennoch haben wir hier jetzt eine schön gleichmäßige Leimfläche. Hier hinten haben wir jetzt keinen Leimaustritt, das hat aber nichts zu bedeuten. Das ist nämlich auch der Punkt, wenn man keinen Leimaustritt hat, dann neigt man immer dazu, dass man noch mehr Kraft drauf gibt. Das sollte man in dem Fall aber nicht tun. Wir haben hier eine sehr bündige Oberfläche, das liegt an der Zwinge hier oben. Wie gesagt, hier haben wir eine scharfe Kante, ist aber auch ein gutes Testbeispiel, um dann das Ganze mal am Langbandschleifer relativ stark zu schleifen. Diese Verbindung hier werde ich definitiv über Nacht trocknen lassen, deswegen geht es damit dann nächste Woche weiter. Endlich ist das Wochenende rum. Jetzt geht es nämlich weiter. Und ich habe mich schon die ganze Zeit so dermaßen drauf gefreut, hier dieses Schneidebrett zu schleifen, weil ich richtig gespannt bin, wie das Ganze halt eben aussieht. Das komplette Schneidebrett ist ziemlich eben verleimt worden. Also wir haben hier nahezu keine Kante. Wir kommen jetzt zum Schleifen. Da ist wichtig, was man benutzt und wie man es halt eben nutzt. Ich benutze in dem Fall einen Langbandschleifer. Die ideale Maschine hierfür wäre eine Breitbandschleifmaschine. Die habe ich nicht. Mit der Maschine hier funktioniert es aber auch wirklich ziemlich, ziemlich gut. Wichtig ist es hier nur wirklich ein sehr, sehr grobes und vor allen Dingen auch ein scharfes Korn hier drauf zu haben. Das ist jetzt Korn 60. Damit kann man wirklich diese Stirnholzschneidebretter sehr schnell bündig schleifen und auch so schleifen, dass sie schon eine sehr schöne Optik haben. Später wird das Ganze hier nochmal mit der Körnung 100 auch auf dem Langbandschleifer geschliffen. Dann hat man eigentlich wirklich so das perfekte Finish. Das sieht da schon richtig gut aus. Seht ihr aber dann. Man muss hier natürlich noch ein bisschen schleifen, weil das hier ist nicht der letzte Schliff. Was sehr abgefahren ist, ist, dass das Sippeholz sehr, sehr ölhaltig ist. Also im Vergleich zu zum Beispiel Eiche oder Buche muss ich hier das Schleifband nie sauber machen. Aber bei diesem Sippeholz muss ich tatsächlich jetzt hier mit meinen Schleifbandreinigungsblöcken das Ganze sauber machen. Übrigens, die Angebote, die ihr jetzt auf Amazon findet, sind wieder von mir. Ich habe es endlich nach, ich glaube, 2 Jahren lösen können. Das hat sehr viel Geld gekostet, da hatte ich echt einen Schaden von genommen. Aber das Angebot, was ihr jetzt bei Amazon findet, ist wieder von mir. Ich verlinke euch das Teil. So Leute, das Schneidebrett ist fertig bearbeitet. Jetzt fehlt im Prinzip nur noch das Öl.
Aber ich habe ja gesagt, dass das hier ein Tester ist. Deswegen testen wir das Ganze jetzt auch. Also, alle Schneidebretter, die ich neu mache, die müssen einmal die Bestandsaufnahme überprüfen. Wie sieht das Ganze aus? Ich stelle mich einmal drauf. Wenn sie mich aushalten, dann sind sie auf jeden Fall stabil genug. So, drückt mir die Daumen. Gut, ich zeige euch jetzt einmal das Sippo Stirnholzschneidebrett vom Nahen ohne Öl und dann seht ihr das gleich, wie es mit Öl aussieht. Also es ist wirklich ein richtiger Augenschmaus. Sieht schön aus, die ganzen Leimverbindungen sind perfekt. Also das ist ein Schneidebrett, was für die nächsten Jahre dann genutzt werden kann. Das hier ist das Stirnholzschneidebrett aus Fichte. Das ist natürlich schon geölt, das ist noch ungeölt. Übrigens, ich habe von Freunden, denen ich damals vor 6 Jahren so eins geschenkt habe, da habe ich mal nach Bildern gefragt und das sieht immer noch fast aus wie am ersten Tag. Das Öl trocknet derzeit noch. Ich werde in der Zwischenzeit ein paar Schneidebrettbestellungen fertig machen. Da sind ein paar Individualisierungen reingekommen. Die werden wir jetzt einmal fix fertig machen. Einmal das reinlegen. Einmal für den Johannes. So Leute, ich werde euch jetzt einmal das fertige Stirnholzschneidebrett zeigen. Ich habe übrigens jetzt noch mal so ein bisschen die Maße mir aufgeschrieben, damit ich fürs nächste Mal weiß, wenn ich davon mehr produziere, dass ich die Grundstreifen direkt ein bisschen länger mache, dass ich hier 2 entsprechende Klötze mehr habe, damit ich halt eben aus einem so einem großen Rohling 4 Stirnholzschneidebretter halt eben rausbekomme. Das ist auch noch ein Thema für ein zukünftiges Video, einfach so ein paar Arbeitsblätter machen, dass im Prinzip jeder weiß für die Zukunft, wie die Teile halt eben dimensioniert sein müssen, damit halt im Prinzip jeder die Teile zuschneiden kann, der so eine Säge, der so eine Abrichte, der so eine Tischkreissäge bedienen kann. Darum geht es aber, wie gesagt, irgendwann mal in einem anderen Video. Ich zeige euch jetzt mal das fertige Schneidebrett. So sieht es in etwa aus. Ich bin richtig happy, wie das Ganze geworden ist. Das war ja im Prinzip auch das Stück, was ein bisschen schleifintensiver war, aber dennoch ist das Ganze wunderbar plan. Obwohl hier dieser eine Streifen sehr, sehr niedrig war, das konnten wir alle schön flächig schleifen, weil sich das Material hier einfach sehr gut bearbeiten lässt. Also, das ist ein Schneidebrett für all diejenigen, die ein dunkles Brett haben möchten. Sippo-Holz verarbeite ich sowieso öfters, deswegen bietet sich das für mich hier auch intern, was die ganzen Prozesse angeht, ideal an. Mit dem heutigen Video habe ich ja einen Test gemacht, ob dieses Holz geeignet ist, um daraus Schneidebretter herzustellen, vor allen Dingen, wenn man den regulären D3-Leim verwendet. Ich habe es ja eben schon mal angesprochen, warum ich mich gegen diese PUR-Leime und so weiter und so fort entschieden habe. Und dieses Schneidebrett hier hat halt eben jetzt gezeigt, dass generell so die Stabilität gegeben ist, ähnlich wie bei anderen Hölzern. Also wenn es mich aushält, alles was darüber liegt, ist sowieso dann utopisch, wenn es mich aushält und das Ganze hier nicht auseinanderknackt, dann ist es gut. Was so die Nässe angeht auf diesen ganzen Schneidebrettern, ich habe seit 6 Jahren, das ist so das älteste Brett, wo ich jetzt auch Bilder von habe, da habe ich genau den gleichen Leim verwendet auf Basis eines D3-Holzleims. Es ist überhaupt kein Problem. Man darf halt eben keine Staunässe bilden lassen. Das heißt, so ein Brett ins Wasser legen, 3 Stunden später wieder rausholen, ist sowieso dumm. Das macht man nicht. Und so ein Brett in die Spülmaschine macht man ebenfalls nicht. Es gibt entsprechende Hinweise nochmal bei den Angeboten. Deswegen ist D3-Leim mit mehr Vorteilen zu sehen als mit Nachteilen. Deswegen der D3-Leim. Also Leute, das war ein klitzekleines Testchen. Ich hoffe, dass ich bald ein Video mache, in dem ich ganz viele davon herstelle. Ich denke, normalerweise wird jetzt schon ein entsprechendes Angebot auf der Webseite sein. Wie gesagt, die ganzen Videos, ist alles immer zeitversetzt hier auf dem Kanal. Und ganz genau, das soll es für heute gewesen sein. Tschüss.